2013 sich fürs Bundeschampionat der 5-jährigen Dressurpferde qualifiziert hat. 14 Finalist der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde, 15 in Dressurprüfung der Klasse S und Inter 1 erfolgreich war. Wir wissen längst, was er erreicht hat. Wie konzentriert er bei der Sache ist. So, das ist Bewegung. Das ist durch den Körper vorgetragener starker Trab. Schulterfreiheit. Schub aus dem Hinterbein. Wie im Lehrbuch. Das mit ganz, ganz feinem Ohrenspiel. Achtet mal drauf, wie nah der Hengst bei seiner Halterin ist. Sondern wollen das Pferd live sehen? Das macht ihr gut, ihr seid ja selbst Züchter. Dann schaut mal ganz genau hin. Sind das Zweierwechsel, Sophie, Spitze, ihr zwei am heutigen Abend? Gänsehaut. Es freut uns natürlich sehr, dass unsere Tochter Sophie auch jetzt mit diesem Hengst so zurechtkommt. Wir haben einen langen Weg gehabt mit ihm, einen steileren Weg. Aber ich verspreche Ihnen, wenn dieses Pferd gesund bleibt, ich glaube, das glaube ich nicht nur, sondern auch die Dressurprofis, werden wir ihn mit Ingrid, glaube ich, noch in einem ganz großen Sport wiedersehen. Das hat er letztes Jahr, das letzte Turnier in Frankfurt bewiesen, wo er hinter Vitalis Zweiter wurde. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz recht herzlich bei Ingrid bedanken. Die gute Zusammenarbeit, aber auch die gute Zusammenarbeit zwischen Ingrid und Sophie. Danke. Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht wird man gerade ein bisschen sparsam im Applaus.
Ich wollte noch einmal auf diesen Schritt hinweisen, den wir vorhin im Video gesehen haben. Da gab er uns einen ganz verquerten Eindruck, aber Sie haben gerade gesehen, wie cool er durch den Körper schreitet. Und Wilhelm, ich glaube, du musst jetzt hier bleiben, denn ich weiß, Jung und Elisabeth Albers sind hier bei uns und die möchten wir unbedingt in die Bahn binden. Die Züchter von Franziskus. Das ist eine Offenbarung. Das ist Dressur vom Franz. Das ist Franziskus, der Fiedertagsohn. Und das ist Sophie Holkenbrink. Schaut hier, das ist doch aller Franz, oder? Die Jung und Elisabeth Albers kommen jetzt zu uns in die Bahn. Der kommt hinter dem Busch her, wie die Züchter das immer machen. Die gucken immer erst hinter dem Busch. Und wenn sie es dann gesehen haben, dann kommen sie nach vorne. Das sind die beiden, meine Damen und Herren. Hier sind die hippologischen Erfinder des Franziskus. Hier ist Jung und Elisabeth Albers. So, und jetzt gibt es noch eine ordentliche Flasche und natürlich einen Strauß Blumen. Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Wilhelm Holkenbrink hat mir im Vorfeld gesagt, wir müssen unbedingt mal den Jung dazu holen. Das ist der Züchter. Und dann habe ich ihn auch hingewiesen, nein, bei der FN steht die Elisabeth als Züchterin. Und das ist nämlich wie immer in den Züchterfamilien, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Dame mit dem Blumenstrauß, das ist die, die zu Hause die Arbeit macht. Gib ihr mal einen großen Applaus! Der Herr, der so freundlich lächelt mit der Flasche in der Hand, der hat darüber nachgedacht, sie könnte die beste Anbahnung sein, aber letztendlich entscheiden zu Hause die Frauen und das ist gut so. Danke, schöne Familie. Ist das ein Bild? Sophie, kriegen wir eine Zugabe von dir? Markus mit deiner letzten Musik. Überall, danke, Franziskus, danke, Sophie.